Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserer heutigen Online-Diskussion Corona, der Abfall, der öffentliche Raum und unser Konsumverhalten. Mein Name ist Roman Höllbacher und ich wünsche Ihnen einen guten Abend aus dem Architekturhaus Salzburg, in dem wir zurzeit die Ausstellung Pandemic Waste zeigen. Sie untersucht verschiedene Aspekte wie die Mengen von Abfall, von Leerständen, von Mehrkonsum als Begleiterscheinungen der Covid-19-Pandemie. Zum direkten Schutz der Menschen vor dem Virus werden Einwegmasken, Testkits und Plastikschutz eingesetzt. Die dadurch entstehenden Berge an Sondermüll werden als unvermeidbarer Kollateralschaden hingenommen. Aber auch die Frage, wie wirkt sich das Gebot des Händewaschens beispielsweise auf den Wasserverbrauch aus? Wie die zunehmende Beliebtheit der Essenszustellung auf den Kartonverbrauch und wie das Homeoffice auf den Büroleerstand? Das sind Fragen, die in dieser Ausstellung behandelt werden. Ich will nicht sagen, abschließend behandelt werden. Aber dafür haben wir heute eine exzellente Runde versammelt, die sich mit Aspekten, mit der Frage der Auswirkung auf unsere Städte, auf die Architektur, aber auch unser Verhalten im öffentlichen Raum beschäftigt. Vor ziemlich genau einem Jahr ist ein Buch erschienen mit dem Titel Corona und die Welt von gestern. Unser heutiger Keynote-Redner, der Kulturphilosoph Robert Faller, hat darin einen streitbaren Text geschrieben mit dem Titel Das Virus spricht. Der Sammelband vereint zahlreiche Aufsätze über politische, wirtschaftliche, soziologische, kulturelle, ja selbstverständlich natürlich hygienische und medizingeschichtliche Aspekte. Ein Beitrag, der sich mit dem Raum und unserem Verhalten darin, dem Raum der Stadt, unseren Wohnungen und den Arbeitsstätten auseinandersetzt, fehlt aber interessanterweise darin. Covid ist tatsächlich nicht die erste Pandemie, der sich die Menschheit gegenüber sieht und die sie auch überleben wird. Wenn die Menschheit zugrunde gehen sollte, dann sicher nicht an diesem Virus. Und wenn doch, dann erfahren Sie es hier als erstes, um den Karlauer aus einer bayerischen Late-Night-Show zu paraphrasieren. Ich glaube, und darin sind sich sogar die Maßnahmenbefürworter und Gegner einmal wirklich einig, dass wir als Menschheit diese Pandemie überstehen. Und daher glaube ich, dass es längst Zeit ist, nicht mehr wie das Kaninchen vor der Schlange auf die Inzidenzzahlen zu starren, sondern den Blick auf das Danach zu richten. Darüber werden wir heute gerne diskutieren und sprechen. Recht herzlich begrüßen möchte ich noch unsere weiteren Gäste, den Architekten Christian Blaser. Er ist uns aus der Schweiz zugeschaltet. Er hat in seiner Architekturgalerie in Basel einen ganzen Veranstaltungszyklus zu diesem Thema der Pandemie, des öffentlichen Raums, der geschichtlichen Aspekte und so weiter organisiert. Und ich danke ihm, dass er sich die Zeit nimmt, heute an dieser Diskussionsrunde teilzunehmen. Ein herzliches Grüß Gott in die Schweiz. Und weiters begrüßen darf ich noch Herrn Jürgen Wulff-Gegenbauer. Er ist vom Abfallservice der Stadt Salzburg, er ist Leiter des Abfallservices der Stadt Salzburg. Auch an Sie ein großes Dankeschön, dass Sie sich diesen Abend Zeit nehmen, an dieser Diskussion teilzunehmen. Nun möchte ich aber das Wort an Stefan Walli übergeben. Er hat Politologie studiert und er ist als Mitarbeiter der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen die ideale Person, diesen Abend heute zu moderieren. Lieber Stefan, ich darf nach dieser Einladung das Wort an dich übergeben und bitte dich, die Moderation zu übernehmen. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, lieber Roman.
Schönen Abend auch von meiner Seite bei dieser Veranstaltung der Initiative Architektur. Die Initiative hat sich nicht wenig vorgenommen. Wir haben als Titel hier Corona, der Abfall, der öffentliche Raum und unser Konsumverhalten. Es ist einiges, was hier thematisch angerissen werden kann. Und genauso ambitioniert wie diese Idee ist, die man natürlich fassen kann, ist die Auswahl der Teilnehmenden an dieser heutigen Diskussion, an der Sie auch teilnehmen können. Die Teilnehmenden spiegeln die ganze Bandbreite des Themas wider. Wir werden reden mit Robert Faller, der Philosoph ist. Wir werden reden mit Jürgen Wulff Gegenbauer, der Abfallmanager, der im Abfallmanagement der Stadt Salzburg aus erster Hand sagen kann, wie die Pandemie sich denn wirklich in Zahlen beim Abfall ausgewirkt haben. Wir werden mit Christian Blaser sprechen, der so irgendwie zuständig ist, viel anderes Wissen auch noch einzubringen. Selber schuld, lieber Christian Blaser. Er hat sich nämlich in den vergangenen Wochen und Monaten sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und auch vielen anderen Menschen bereits zugehört. Er ist quasi nicht nur jemand mit einem eigenen Kopf, sondern auch eine Art Trichter, der ganz viel Wissen in die Diskussion einbringen wird. So, wie läuft das Ganze jetzt ab? Wir haben uns Zeit genommen bis ungefähr 20 Uhr. Wir werden als erster Robert Faller zuhören, der ein paar Fragen gestellt bekommen hat von der Initiative Architektur, der sich ein wenig den Kopf zerbrochen hat über diese Fragen und der ungefähr 15 Minuten am Anfang ein paar Überlegungen dazu uns vortragen wird. Danach wird Jürgen Wulff Gegenbauer uns berichten, was er erlebt hat, was er anhand von Zahlen und Daten nachweisen kann, wie die Pandemie sich auf das Abfallaufkommen ausgewirkt hat. Und dann wird Christian Blaser uns seine Überlegungen, die dieses Ergebnis einer langen Auseinandersetzung mit diesem Thema sind, reflektieren und einbringen. Jürgen Wulff Gegenbauer und Christian Blaser werden jeweils ungefähr 5 Minuten mit uns reden. Danach sprechen wir hier ein wenig, aber das Ganze ist natürlich eine öffentliche Diskussionsveranstaltung. Deswegen sind auch Sie, die jetzt gerade vor YouTube oder vor Facebook sitzen, sehr dringend eingeladen, sich zu beteiligen. Wie beteiligen Sie sich nun, wenn Sie vor Facebook oder YouTube sitzen? Es gibt dort eine Kommentarspalte und in dieser Kommentarspalten bei Facebook oder YouTube bitten wir Sie, Ihre Kommentare oder Fragen zu schreiben. Sie werden mir dann über den Chat innerhalb dieses Konferenzprogramms eingespielt und ich kann Sie in die Diskussion einbringen. Das wird dann der letzte Teil der heutigen Diskussionsveranstaltung sein. Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, per E-Mail an office@initiativearchitektur.at Fragen und Kommentare zu schreiben, wenn der eine oder die andere unter Ihnen der Auffassung war, naja, mit dem Datenschutz wäre es vielleicht nicht so weit in den Kommentarspalten von YouTube und Facebook. Dritte Möglichkeit, ein Mail an die Initiative architektur.at und davor steht office@. So. So würde der Abend ablaufen, so beteiligen Sie sich. Sie haben eine erste Idee über die Fragestellung. Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben könnten. Legen wir das zur Seite und kommen wir zum ersten Beitrag, auf den viele von Ihnen und von uns bereits gewartet haben, auf den Beitrag von Robert Faller, bei dem uns sicher nicht langweilig werden wird. Denn Robert Faller hat sich bereits zum Thema der Pandemie geäußert. Der eine oder die andere von uns hat wahrscheinlich auch seinen Artikel im Standard gelesen. Das Virus spricht, nicht ich bin Ihr Feind, ist der Titel dieses Artikels im Standard. Wir haben eine grobe Idee, wie seine Herangehensweise sein kann. Der Artikel datiert vom April 2021 und Robert Faller hat sicher auch weiterhin das Geschehen verfolgt. Aber Robert Faller hat sich nicht nur mit Fragen der Pandemie auseinandergesetzt, ganz im Gegenteil, dieses Thema der Urbanität, des öffentlichen Raums, Begriffe wie Makellosigkeit, spielen in seinem Werk schon immer eine wichtige Rolle und in den Büchern, die er zuletzt publiziert hat. Und alle diese Begriffe von Robert Faller haben durchaus etwas zu tun mit der öffentlichen Diskussion über Müll, die Pandemie im öffentlichen Raum heutzutage. Aber lassen wir uns überraschen, wo er seinen Schwerpunkt setzen wird. Robert Faller ist zurzeit Professor für Philosophie und Kulturtheorie an der Kunst-Uni Linz. Seine letzten Bücher waren kurze Sätze über gutes Leben von 2015, dann das sehr intensiv diskutierte Buch Erwachsenensprache,
über ihr Verschwinden aus Politik und Kultur 2017. Er war hier auch in der AG Kultur bei uns zu Gast, bei einer sehr spannenden, sehr gut besuchten Diskussion. Und die blitzenden Waffen über die Macht der Form ist 2020 erschienen. Ein Plädoyer für die Form. Und die Form hat hier sehr viele Bedeutungen, aber um dieses Buch geht es hier nicht, es ist lesenswert. So, genug der Vorrede. Wir haben organisatorisch alles im Griff. Sie wissen, was auf Sie zukommt. Sie wissen, wer Robert Pfaller ist. Höchste Zeit, Robert Pfaller, das Wort zu übergeben. In diesem Sinn, lieber Robert Pfaller, ich bitte dich. Vielen Dank, Stefan Walli. Vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Abend. Mich hat an unserem Titel, am Titel unserer Veranstaltung etwas inspiriert. Er hat mich erinnert an den Titel eines Theaterstücks von Rainer Werner Fassbinder, Der Müll, die Stadt und der Tod. Das wäre vielleicht auch eine andere Formulierung für unser heutiges Thema. Ich glaube, die Anspielung war bewusst gewählt. Mein Ausgangspunkt wäre zunächst der, ich glaube, man kann sagen, dass die Bevölkerungen Europas immer in sehr unterschiedlicher Weise von der Pandemie und von den Maßnahmen dagegen betroffen waren. Ich glaube, überall kann man sagen, es gab eigentlich immer drei Gruppen. Es gab erstens die Gruppe der Menschen, die arbeiten mussten, also die in den sogenannten systemrelevanten Berufen. Dann gab es die, die nicht arbeiten durften oder nicht arbeiten konnten. Die wurden in Kurzarbeit gesetzt, die wurden gekündigt oder sie mussten ihre Betriebe zusperren. Und dann gab es drittens die Gruppe der Menschen, die hauptsächlich zu Hause im Homeoffice gearbeitet hat. Ich weiß nicht, ob das die größte Gruppe war, aber ich würde behaupten, dass das die Gruppe ist, von der die stärksten Veränderungen auf den öffentlichen Raum ausgegangen sind. Während die beiden ersten Gruppen, also die, die arbeiten mussten und die, die nicht arbeiten konnten oder jedenfalls nicht so, wie sie es üblicherweise getan haben, während diese beiden Gruppen diesen Moment vor allem als erhöhten Stress erlebt haben, hat die dritte Gruppe eigentümlicherweise diese Phase von Corona als eine Art Augenblick der Besinnung erlebt. Die französische Schriftstellerin Leila Slimani hat das so formuliert: Der Wahnsinn, dem wir alle verfallen waren, wurde endlich unterbrochen. Plötzlich wurden wir zum Hausarrest gezwungen in dieser Welt, die auf Konsum, Produktion, Mobilität und Hypersozialität basiert. Wir sind gezwungen, uns in Geduld und Bescheidenheit zu üben. Zitat Ende. Also plötzlich haben Menschen sozusagen entdeckt, dass es eigentlich auch schön ist, wenn man mehr Zeit mit seinen Lebenspartnern verbringen kann oder wenn man mehr Zeit für seine Kinder hat oder für seine Haustiere. Die Haustiere waren einer der Gewinner der Corona-Krise bekanntlich. Also die Tierheime waren quasi leer gewählt von Menschen, die sich ein Haustier geholt haben. Die übrige Umwelt, von der kann man das vielleicht nur bedingt sagen, dass sie auch profitiert hätte. Ich glaube, da gibt es zwei unterschiedliche Aspekte. Auf der einen Seite hat die zurückgefahrene Produktion eine bestimmte ökologische Erholung an manchen Orten bedingt. Es ist zwar wahrscheinlich eine Fälschung gewesen, als die Bilder von Delfinen, die im Canale Grande von Venedig geschwommen sein sollen, aufgetaucht sind vor einem knappen Jahr. Aber selbst wenn es eine Fälschung war, haben doch die Erfinder dieser Fälschung, glaube ich, einen richtigen Gedanken getroffen. Se non è vero e ben trovato, hat Giordano Bruno einmal gesagt, ne? Wenn es nicht wahr ist, dann ist es gut erfunden. Der Gedanke übertreibt etwas, was es tatsächlich gab. Es gab in vielen Bereichen eine bestimmte Erholung von Natur. Tiere sind in der Großstadt plötzlich aufgetaucht, die man dort sonst nicht gesehen hat und so weiter. Anders sieht es aus mit den Veränderungen in der Reproduktion, also dort, wo es darum geht, die Arbeitskraft der Menschen wiederherzustellen, wenn es darum geht, dass sie sich ernähren müssen und Ähnliches, da sozusagen hat die Umwelt wieder eher stärker gelitten als vorher. Und ich glaube, das kann man relativ leicht erklären. Also
große Bevölkerungsteile, die bisher nie für sich selbst gekocht hatten, mussten plötzlich zu Hause irgendwie an Nahrung kommen. Und das noch dazu unter Arbeitsbedingungen, also wo man nur kurze Mittagspausen hat und eigentlich nicht lange Zeit hat zu kochen. Das ist ganz klar, dass hier sozusagen Fertiggerichte geboomt haben, dass Lieferservices wie zum Beispiel Lieferando ihre Umsätze verdoppelt haben im Jahr 2020 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Und das, obwohl in vielen Ländern Europas neue Anbieter aus dem Boden geschossen sind und auch sogenannte Ghost Kitchen entstanden sind, also so scheinbare Restaurants, die es aber nur im Internet gab und die reine Lieferservices waren. Das hat sicherlich sehr massiv dazu beigetragen, dass es ein erhöhtes Müllaufkommen gegeben hat. Bei denen, die kochen konnten. Allerdings hat diese Situation auch zu einem erhöhten Qualitätsbewusstsein geführt. Man kann das an den Zahlen im Lebensmittelhandel ablesen. Der Lebensmitteleinzelhandel ist insgesamt um etwa 11% gewachsen, die Discounter aber nur etwas über 8%, also unterdurchschnittlich. Dagegen sind die Hersteller von Bio-Lebensmitteln um 22% gewachsen in der Pandemie. Also sozusagen das Zuhause-Sein hat einen verstärkten Zugriff und einen verstärkten Bedarf an Bio-Lebensmittel erzeugt. Ein anderes Bedürfnis der Reproduktion, Menschen müssen ja nicht nur essen, damit sie am nächsten Tag wieder arbeiten können, sondern sie brauchen auch Unterhaltung und Zerstreuung. Die hat sich vor allem abgespielt, glaube ich, im Konsum von Streaming-Angeboten. Die Streaming-Dienste sind ebenfalls relativ stark gewachsen, etwas mehr als 10% in Deutschland im Zeitraum zwischen 2019 und 2020. Video on Demand ist aber, wie wir wissen, auch ein gewaltiger Umweltschädling, weil diese Rechner, die dazu laufen müssen, enorme Energieverbrauch Zahlen haben, was also die großen Streaming-Dienste verbrauchen, sind etwa 100 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente im Jahr. Das ist die Emission von Griechenland, also von dem gesamten Land im Jahr 2017. Eine merkwürdige Entwicklung hat sich bei den Menschen abgespielt, die dann hauptsächlich vor den Bildschirmen und nicht mehr im Kino, im Theater oder sonst wo in der Öffentlichkeit ihre Kulturangebote bezogen haben. Nämlich dadurch, dass es keine Geselligkeit gab, war die Veranlassung, etwas darzustellen und auf die Form zu achten, geringer. Die Menschen mussten weniger auf ihr Äußeres achten und haben das möglicherweise durch Nahrungsaufnahme kompensiert. Es hat signifikante Gewichtszunahmen bei den Menschen gegeben, die zu Hause arbeiten mussten. Und das hat sich wieder in einem neuen kulturellen Genre abgebildet. Sehr viele Menschen haben dann in den sozialen Medien so Doppelbilder gepostet. Also so habe ich ausgeschaut vor dem Lockdown und so schaue ich jetzt im Lockdown aus. Das waren immer so Doppelbilder, so wie man sie sonst von der Werbung für Abmagerungsmedikamente kennt. Interessant ist dabei vielleicht auch, dass die Menschen, die zu Hause im Homeoffice waren, nicht nur dicker geworden sind, sondern sie haben auch vermehrt Bilder von Körpern konsumiert. Sie haben mehr Zeit mit Bildern fremder Körper verbracht. Und so ist die Zeit der Pandemie auch eine Art, eine Zeit einer pandemischen Körperscham geworden. Also das berichten die Psychotherapeuten, dass plötzlich in der Corona-Krise immer mehr Menschen angefangen haben, sich von den Bildern beschämt zu fühlen. Sogar von denen, die also so ein vorher dünn und jetzt dick Muster hatten, weil die anderen das Gefühl hatten, so dick bin ich schon lang und ich bin ja noch viel dicker. Und die haben sich also hier noch stärker beschämt gefühlt. Das Freizeitverhalten der Menschen hat aber auch
den öffentlichen Raum außerhalb des Hauses geprägt. Das ist untersucht worden, vor allem von dänischen Architekten aus dem Büro von Peter Gehl, unter anderem von David Sim, der auch das Buch Soft City geschrieben hat. Und diese Architekten haben schon seit längerem diese Idee verfolgt, dass eine ideale zeitgenössische Stadt, die auch ökologischen Herausforderungen oder auch Pandemien gewachsen sein soll, eine relativ hohe urbane Dichte haben muss, aber zugleich mit einer starken Diversität, sodass es kurze Wege gibt. Die sprechen zum Beispiel von der 15-Minuten-Stadt, also so, dass man mit dem Fahrrad da auch zur Arbeit kommen kann und so weiter. Und sie fordern, dass es in der Stadt hochqualitative öffentliche Räume gibt, die auch eine bestimmte Möblierung haben müssen, also zum Beispiel Parkbänke, Grünflächen und so weiter. Und sie haben untersucht, wie sich in Städten, wo es sowas gab, die Population verändert hat durch die Krise. Und das war relativ auffällig. Die Architekten konnten belegen anhand der Zahlen, dass also Gruppen, die man vorher nicht so oft im öffentlichen Raum gesehen hat, dadurch, dass überhaupt mehr Menschen diese Räume jetzt bevölkert haben, viel stärker vertreten waren. Also wenn Frauen vorher dort zum Beispiel 25% der Besucher ausgemacht haben, waren sie in der Pandemie plötzlich mehr als die Hälfte. Alte Menschen, Kinder waren viel mehr dort. Ich glaube, man kann das abbilden auf das, was Jane Jacobs in den 60er Jahren schon formuliert hatte, nämlich, dass in öffentlichen Räumen, in denen es ein Gefühl gibt, gesehen zu werden, auch ein Gefühl der Sicherheit gibt. Und wenn mehr Menschen dort sind und diese Räume bewohnen und bevölkern, dann fühlen sich auch Menschen, die sonst die öffentlichen Räume scheuen, sicher genug, um sie zu bewohnen. Auch da hat sich wieder sozusagen ein Moment der Besinnung vielleicht eingestellt, weil viele Menschen das plötzlich als sehr erfüllend erleben konnten, wenn sie mit ihren Kindern Boccia gespielt haben oder so etwas im öffentlichen Raum. Eine der Fragen, die wir uns gestellt haben in der Vorbereitung unserer heutigen Veranstaltung, war natürlich, was wird davon bleiben? Werden die, die das jetzt so großartig gefunden haben, auch in Zukunft mit ihren Kindern lieber Boccia spielen, anstatt mit dem Flugzeug auf eine ferne Insel zu fliegen? Da muss ich sagen, bin ich skeptisch. Und zwar aus einem Grund: Ich habe mich lange auch mit Spiel beschäftigt und mit den Spielen, die Menschen spielen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass die Spiele, die die Menschen in ihrer Freizeit gerne betreiben, auf fast unheimliche Weise dem ähneln, was sie in ihrer Arbeit tun. Also Menschen, die Risikokapital verwalten oder sehr riskante Geschäfte machen müssen, die betreiben auch gerne riskante Erholungspraktiken. Die betreiben dann Bungee-Jumping oder Rafting oder laufen auf nackten Sohlen über glühende Kohlen und Ähnliches. Menschen, die sehr schnell sein müssen im Beruf, so Broker und Ähnliche, die ganz schnelle Entscheidungen treffen müssen, die erholen sich am ehesten bei ebenso schnellen Sportarten. Die spielen dann am liebsten Squash oder Tischtennis oder was ganz Schnelles. Während andererseits Menschen, die sich in ihrer Arbeit in Geduld üben müssen, zum Beispiel Architekten, die sehr geduldig zeichnen müssen, haben dann oft sehr geduldige Hobbys. Also in meinem Bekanntenkreis gibt es einige Architekten, die angeln alle zum Beispiel. Ja. Ich dachte mir, dass das ein gutes Gegenstück ist sozusagen zu einer geduldigen Arbeit. Aufgrund dieser Beobachtungen glaube ich, dass sich in dem Moment, wo diese Menschen, die jetzt im Homeoffice waren oder sind, wieder in die normalen Arbeitsbedingungen überwechseln, auch die Freizeitanforderungen sich entsprechend ändern werden. Und wenn die Leute dann wieder arbeiten wie die Verrückten, dann werden sie sich auch wieder erholen müssen wie die Verrückten und werden dieses Besinnliche leider wieder verlieren. Damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Ich glaube, eine andere Frage, die interessant ist zu überlegen, ist die, ob diese Umgangsformen, die wir uns angewöhnt haben, diese Umgangsformen der Distanz, also dass man sich die Hand nicht gibt, sondern höchstens dieses Faust- oder Ellbogen-Checking betreibt,
und überhaupt diese völlige plötzlich Abstinenz von Umarmungen und ähnlichen Dingen, die ja sonst in Mitteleuropa üblich waren, ob das bleiben wird. Und da habe ich eine andere Antwort als bei den Freizeitpraktiken. Ich glaube, das wird in dem Maß bleiben, in dem es schon vorher Tendenzen dazu gegeben hat, das so zu verändern. Ich glaube, es gibt ja einen massiven Einfluss der US-amerikanischen Kulturindustrie, die auch in Europa dazu drängt, das in diese Richtung zu verändern. Um zu beschreiben, was da passiert, glaube ich, ist es nützlich, sich auf Begriffe zu stützen, die der französische Soziologe Émile Durkheim in seinem Buch Die elementaren Strukturen des religiösen Lebens entwickelt hat. Er trifft eine sehr brauchbare Unterscheidung, glaube ich, wenn es darum geht, wie verschiedene Religionen feiern. Und er sagt, bei den einen gibt es positive Kulte, da muss man etwas machen. Also da muss man essen sehr viel oder man muss Alkohol trinken. Bei den anderen, wenn die feiern, ist es genau umgekehrt. Da darf man nicht essen, da muss man fasten oder man darf keinen Alkohol trinken und so weiter. Also dort geben sich die Religiösen durch Abstinenz zu erkennen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite positive Kulte, wo man was machen muss, und auf der anderen Seite negative Kulte, wo man nichts machen darf. Und also sozusagen das Ideal des amerikanischen Zusammenlebens ist eigentlich eines der totalen Separation und der Abstinenz. Wir in Europa waren vorher noch gewohnt, dass wir eher sozusagen auf Verbindlichkeit positiver Kulte setzen. Wir sagen, guten Tag, wie geht's Ihnen? Wir versuchen, eine bestimmte Geselligkeit herzustellen. Wir halten anderen die Türe auf. Wir machen vielleicht sogar ein Kompliment und so weiter. Und all das, glaube ich, ist aus unterschiedlichsten Gründen sehr, sehr prekär geworden. Und Corona wird ein Vorwand sein, glaube ich, um das noch zu unterstützen und zu verstärken. Und ich glaube, das ist ein bisschen schade, weil da etwas verloren geht, was eigentlich im Zusammenleben auch sowas wie Urbanität hergestellt hat. Dem Ganzen liegt, glaube ich, vor allem ein interkulturelles Missverständnis zugrunde, das man auch schon im Verhältnis der Religionen beobachten konnte. Es waren immer die mit den negativen Kulten, die die anderen verachtet haben, nicht umgekehrt. Also die, die keinen Wein trinken oder nichts essen, halten dann die anderen, die Wein trinken oder essen, für haltlos, unbeherrscht oder triebhaft. Und das kann man jetzt ein bisschen wieder erleben. Ja? Müssen Sie mir unbedingt ein Kompliment machen? Ja? Können wir nicht einfach so ganz ohne irgendwas zu sagen aneinander vorbeigehen? So. Und das, glaube ich, beruht auf einem perspektivischen Missverständnis, nämlich die, die nichts essen, nichts trinken, nicht guten Tag sagen und nicht parfümiert sind, die schreiben sich das ihrer Selbstbeherrschung zu und glauben, das ist ein Zeichen dafür, wie gut sie ihre Triebe beherrschen. Bei den anderen wäre es ein Zeichen ihrer Triebhaftigkeit. Und das ist ein grundlegendes Missverständnis. Das muss einem klar sein. Auch die Heiden, die viel getrunken haben, die sogar betrunkene Götter hatten, die viel gegessen hatten und so weiter, haben das nicht getan, weil sie so viel Hunger hatten oder so viel Durst, den sie nicht beherrschen konnten, sondern auch bei den positiven Kulten gibt es eine Pflicht, der man folgen muss. Das weiß eigentlich jeder Katholik, der am Sonntag den Leib Christi empfangen soll. Der kann auch nicht sagen, danke, heute habe ich keinen Appetit. Sondern der muss essen, der darf nicht nur, sondern der muss. Ne? Und das ist, glaube ich, etwas, was man im Kopf behalten muss, wenn man über diese geselligen Gesten nachdenkt, die eigentlich im Zusammenleben der Menschen Urbanität herstellen. Das wird nicht gemacht aus Übergriffigkeit, sondern das wird gemacht aus einem bestimmten Pflichtgefühl. Es ist zum Beispiel auch dazu da, um sowas wie peinliches Schweigen nicht entstehen zu lassen. Das ist, glaube ich, ein Kulturgut, das heute ganz massiv bedroht ist und das unser Zusammenleben, wenn es verloren geht, um einiges ärmer machen könnte. Und Covid könnte da leider eine verstärkende Rolle dabei spielen. Dankeschön. Herzlichen Dank, lieber Robert Pfaller. Das war jetzt großartig. Und zwar gleich einmal aus folgender Hinsicht. Bei unseren Zusehern
Ihnen, sagen wir mal, ein Viertel hat Bücher von Ihnen gelesen, drei Viertel nicht. Die drei Viertel haben einen Einstieg in die wichtigsten Argumente der Bücher, die zuletzt von Ihnen erschienen sind. Und Sie haben gratis eine Aktualisierung mit Bezug auf Corona des Kernarguments bekommen. Das ist also mal sehr gelungen in diesem Sinne und wird allen erleichtern zu entscheiden, ob Sie die Bücher lesen wollen oder nicht, was natürlich denkbar ist. Herzlichen Dank, Robert Pfaller. So, wir haben erste Argumente über den Zusammenhang von Corona und dem öffentlichen Raum von Robert Pfaller gehört. Wir haben den Abfall hier auch als Thema, den Müll, der mit dem öffentlichen Raum auch einiges zu tun hat. Und manche von uns werden wahrscheinlich die Auffassung vertreten, dass in den letzten knapp 2 Jahren ganz genau bemerkt zu haben, wie der Müll den öffentlichen Raum mitgestaltet hat. So, Jürgen Wulf Gegenbauer ist Leiter des Abfallservices der Stadt Salzburg und ich weiß, er hat sich genau angesehen, wie die Pandemie sich bei uns in der Stadt Salzburg ausgewirkt hat und das Ganze wird nicht völlig unüberraschend sein. Lieber Jürgen Wulf, ich würde dich bitten. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Eine wirklich total interessante Runde und es war mir eigentlich damals im März 2020 klar, dass es eine Frage geben wird, die mir immer wieder gestellt wird, wie viel Müll produzieren wir denn während der Pandemie? Für viele war dann die Antwort doch ein bisschen überraschend. In der Stadt Salzburg haben wir weniger Müll als normal. Wir haben uns das dann im März 2020 wohlwissend sehr genau angeschaut. Wir haben uns die Wochenwerte angeschaut und wir sind damals um ungefähr minus 60 Tonnen bei einer Woche rausgekommen. Das heißt, das ist ein Minus von 9%. Jetzt hat es immer wieder gegeben, warum ist das überhaupt so? Das ist deswegen, die Stadt Salzburg ist eine Tourismusstadt und das, was der Tourismus in dieser Phase nicht produziert, kann der Private nicht wettmachen. Aufs Jahr bedacht haben wir uns das dann natürlich auch nochmal angeschaut. Im Jahr 2019 haben wir eine Restabfallmenge von 34.400 Tonnen gehabt. Im Jahr 20 und 21 waren es ungefähr mal 33.200 Tonnen, das heißt also 1.200 Tonnen weniger, 100 Tonnen pro Monat ungefähr. Und man merkt schon, dass man im Jahr 2020, also wo der Lockdown noch ein anderer war wie in den letzten Jahren oder wie im heurigen Jahr und im letzten Jahr, wir können uns alle erinnern, im März 2020, das war ein richtiger Lockdown, da ist wirklich überhaupt nichts mehr gewesen. Also das, was der Robert Pfaller gesagt hat, also da hat es dann wirklich diese Einteilung gegeben, die Leute, die nur mehr zu Hause bleiben dürfen und so einer von denen war ich nicht. Wir sind ein Infrastrukturbetrieb, das heißt, wir müssen funktionieren, egal wie viele Leute jetzt auch immer wegfallen. Wir müssen fahren. Das ist auch in der jetzigen Situation äußerst schwierig, aber wir haben damals gemerkt, dass der Restmüll weiter zurückgegangen ist als dann schon im 21er Jahr. Aber es waren immer so ungefähr um diese 1.200 Tonnen im Jahr weniger. Wie gesagt, es ist einfach der Tourismus. Wir können das nicht aufholen mit dem privaten Konsum, was die Tourismusbetriebe, was die Gastronomie in der Stadt Salzburg in dieser Zeit nicht produziert. Genauso beim Bioabfall. Wir sind beim Bioabfall in der Pandemie ungefähr um zwischen 550 und 600 Tonnen weniger. Man merkt jetzt auch im 21er Jahr, dass das dann wieder gestiegen ist, wie so langsam wieder mal die Gastronomie aufgemacht haben, ist es wieder auf diesen Wert hingegangen, den wir so normalerweise immer kennen. Aber wie gesagt, ganz normal, wir haben einfach aufgrund des Tourismus haben wir einfach weniger produziert. Natürlich, wenn man sich das jetzt anschaut, wenn man in gewisse Bereiche der Stadt Salzburg geht, also wenn man sich gewisse Wohnsiedlungen anschaut, merkt man natürlich, dass es mehr Müll gibt. Also das heißt, wenn ich mir da jetzt eine 1100er Tonne anschaue, dann merkt man natürlich schon, dass die überfüllt ist. Es sind diese Take-away-Verpackungen, die mehr geworden sind. Es ist auch die Kartonagen, die mehr geworden sind. Allerdings möchte ich da schon sagen, also es wäre jetzt ein Trugschluss zu glauben, dass jetzt nur aufgrund der Pandemie es auf einmal mehr Verpackungen gibt. Also ich nenne mal so diesen Amazon-Effekt, den hat es auch schon lange vor der Pandemie gegeben. Also wir haben das schon gemerkt, dass die öffentlichen Sammelstellen, wo man Kartonagen abgeben kann und Altpapier, dass die teilweise extrem überfüllt sind. Wie gesagt, das ist jetzt nicht irgendwie nur der Pandemie geschuldet, sondern das ist einfach auf diesen Amazon-Effekt, weil es einfach, sagen wir ganz ehrlich, fein für jeden ist. Er geht ins Internet, schaut sich das an, klickt das an, holt sich das, bestellt sich das. 3 Tage später ist es vor der Tür. Man packt es aus, kann es versuchen, kann es probieren, kann es anziehen. Wenn es nicht funktioniert, dann schicke ich es einfach wieder zurück. So funktioniert leider die Gesellschaft heute, aber das, wie gesagt, hat es auch schon vor der Pandemie gegeben.
Also wenn man auch dann einmal noch in die Tourismus-Hochburgen so in Pinzgau runterfährt, dann sieht man da, da sind die Werte noch ganz andere als bei uns in der Stadt Salzburg. Also bei uns ist es noch einigermaßen, dass es im Rahmen hält, aber in so diese Tourismus-Hochburgen, da hast du dann schon richtige Rückgänge. Also da sind wir bei 60-70% teilweise, wenn da überhaupt nichts mehr offen hat. Also zusammenfassend vielleicht auf die Frage vom Stefan Walli. Ja, natürlich merkt man es, dass gewisse Fraktionen, sprich jetzt Takeaway-Verpackungen, weil einfach die Leute jetzt wirklich auf einmal zu Hause kochen müssen und nicht mehr essen gehen können. Das war in der ersten Phase der Pandemie, also dieses Lockdowns ja überhaupt so, da hat es ja auch diese Takeaway überhaupt nicht gegeben. Das merken wir natürlich, aber insgesamt gesehen, über die Fraktion Restmüll gesehen, ist es ein Rückgang im Jahr ungefähr um 3,5%. Und ich gehe jetzt davon aus, dass wir uns jetzt im 22er Jahr, nachdem die Gastronomie nicht mehr so geschlossen hat, und wir haben es insofern gemerkt, weil es in der Stadt Salzburg die Möglichkeit gibt, als Gastronom, du kannst dich von der Müllabfuhr abmelden. Das heißt also, das ist eine Mail und sagt, ich mache jetzt meinen Betrieb aufgrund des Lockdowns zu, bitte fahrt es mich nicht mehr an. Das war natürlich da im ersten und zweiten Lockdown um ein Haus mehr als jetzt im 21er Jahr oder auch jetzt noch im Jänner. Wir merken jetzt, dass die ganzen Gastronomen eigentlich fast gar nicht mehr abgemeldet haben, sondern auch viele versucht haben, auf dieses Takeaway umzustellen, sofern es geht. Und das merkt man natürlich schon. Ja, also jetzt zu glauben, man merkt es überhaupt nicht. Gerade in Wohnsiedlungen merkt man das schon so, dass das da schon in dem Sinn bei den Verpackungen mehr Müll gibt. Gut. Herzlichen Dank, Jürgen Wulf Gegenbauer, für diese Zahlen aus Salzburg. Ein Rückgang des Müllaufkommens in der Stadt Salzburg, aber auch eine Erklärung mitgeliefert und ein paar Hinweise, die wir vielleicht dann später noch aufgreifen können. Erstens, Müllaufkommen unterschiedlich im öffentlichen Raum, in Siedlungen eventuell anders, in Tourismusregionen anders als in Nicht-Tourismusregionen. Und ähnlich wie Robert Pfaller argumentiert, ein bestehender Trend wird verstärkt. Robert Pfaller, der bestehende Trend der, ich nenne es einmal, Bevorzugung der Distanz, Begünstigung der Distanz, bei dir der bestehende Amazon-Trend, den es schon vorher gegeben habe. So, wir kommen zu Christian Blaser, Architekt in Basel. Und im Vorgespräch habe ich festgestellt, dass Christian Blaser eben einen großen Vorzug gegenüber mir auf jeden Fall hat, ist, dass er dieses Thema in einer ganz breiten Art und Weise bereits reflektiert hat, in Diskussionen und auch in seinen eigenen Überlegungen. Lieber Christian Blaser, ich weiß, du wirst den Bogen jetzt etwas breiter aufziehen. Bitteschön. Ja, besten Dank. Freut mich, da mit euch in Salzburg sprechen zu dürfen. Wir haben das Thema wirklich aufgenommen, diesen pandemischen Raum, und stellen fest, dass eigentlich das Räumliche wirklich immer auch schon beeinflussend war. Und im Zusammenhang stand auch die Entwicklung des Raumes mit der Hygiene, und das hat natürlich schon sehr früh angefangen. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Geschichte der Medicis und dieser reichen Familien in Italien, die zum Beispiel dann von der Stadt aufs Land gingen und diese Landsitze gebaut haben. Da gibt es ja um Venedig ein paar hundert dieser schönen Villen. Die sind natürlich hinausgegangen, weil sie bedroht waren durch hygienische Zustände in den Städten, haben sich dann eine schöne Villa gebaut, haben dort auch so eine Mini-Landwirtschaft, ein Selbstversorgertum eigentlich gepflegt und haben sich intellektuell dort weiter unter sich unterhalten. Und ich denke auch an meine Stadt Basel, welche eigentlich erst, würde sagen, zum Ende des 19. Jahrhunderts wirklich eingedolt wurde. Also diese Latrinengeschichten in den Gassen und so, das hat natürlich dann geholfen, die Gesundheit in den Griff zu bekommen und so weiter. Also eigentlich ist es eine Wiederholung, und selbst das Wort Quarantäne ist ja interessant. Das kommt von 40 giorni, wo eben, wenn man früher
in der Renaissance in eine Stadt wie nach Venedig, wo wir von den Delfinen gesprochen haben, eintreten wollte, musste man 40 Tage sich eben in Quarantäne aufhalten und erst dann wurde man in die Städte hineingelassen, weil diese Krankheiten und Pandemien da auch gewütet haben. Und auch da gab es schon die Reisetätigkeit, die eigentlich diese Viren natürlich transportiert haben. Also es gibt eigentlich in der Stadtentwicklung ganz viele räumliche Aspekte, die auch das Zusammenleben, die hygienische und medizinische Folgen haben. Ich denke auch an den öffentlichen Verkehr, wo man nahe zusammen ist. Oder das Beispiel der Japaner, die ja schon immer da diese Masken getragen haben. War für mich immer seltsam, Menschen zu sehen, Asiaten mit solchen Masken. Früher wusste ich auch noch nicht, was das überhaupt ist und habe nie eine angehabt. Und das hat mit räumlicher Dichte zu tun, die eben zum gewissen Verhalten führt. Also in Japan so frei zu niesen, oder die Nase so laut da und aus vollen Dingen zu schneuzen, das ist ein ziemliches Vergehen. Das hat alles eigentlich mit einer gewissen Dichte und mit räumlichen Gegebenheiten und mit der Gesundheit und Hygiene zu tun. Ich habe einen kleinen Vergleich gemacht, weil ich wusste, dass der Herr Gegenbauer da ja der Oberabfallkollektor in Salzburg ist. Und weil es ist interessant, beim letzten Vortrag war unsere zuständige Regierungsrätin da und die hat eben eigentlich das Gegenteil gesagt, nämlich, dass bei uns der Abfall im öffentlichen Raum wahnsinnig zugenommen hat. Und Herr Gegenbauer hat es ja auch schon angesprochen und sicher nicht falsch. Bei uns hat eben sehr viele Leute auf die Straße getrieben. Wir hatten nie so ganz schwere Lockdown-Situationen. Ich glaube, das war strenger in Österreich. Der Lebensraum der Menschen hat sich auf die Straße verschoben. Insbesondere der jungen Menschen, die ja eigentlich gar keinen Raum mehr hatten, weil ein junger, jugendlicher Mensch, dem sein Haus, also Heim, ist ja nicht sein Raum, das ist der der Eltern. Also wo konnten sich die treffen? Nicht in einer Disco, nicht in der Schule, nicht in der Uni, auf der Straße. Und diese Orte haben wahnsinnige Abfallmengen kreiert, weil sich auch das ganze Food hat sich auf die Straße verlegt. Also unsere Restaurants waren eigentlich offen, durften aber nicht in Raum innen servieren. Wir haben auch die ganze Stadt mit temporären Einrichtungen, wo man essen durfte, auf der Alment popularisiert. Das war auch wunderbar. Das bleibt hoffentlich auch und es ist auch gelockert worden von unserer Verwaltung. Das Leben hat sich auf die Straße verschoben. Und ich habe das angeschaut, wir haben etwa gleich große Städte, ihr seid etwa über 150.000, wir sind etwa 200.000, aber eben ihr habt 3 Millionen Logiernächte, habe ich mal nachgeschaut, und wir haben gerade mal 1 Million. Das heißt, der Faktor von Einwohner zu Touristen ist bei uns 5 und bei euch 20. Ergo, ihr habt den Tourismus nicht mehr gehabt, bei euch ist der Abfall zurückgegangen, weil da die Touristen scheinbar da ihres Zeug nicht mitnehmen und auf der Straße konsumieren und wegschmeißen. Und bei uns war es umgekehrt, bei uns hat das zugenommen, weil wir unseren Lebensraum eigentlich auf die Straße verschieben mussten. Was ich auch noch ein interessanter Aspekt, wir reden ja viel über die urbane Situation, was ist dann eigentlich auf dem Land passiert oder wie ist eigentlich, gibt es Gewinner oder Verlierer auch in diesen pandemischen Zeiten, auch das Territorielle oder Räumliche. Bei uns war es also so, dass diese stadtnahen
Gebiete, so diese Landschaftsräume, die Naherholungsräume der Städte, die waren total überlaufen. Da unsere kleinen Skigebiete und die Stadt, die haben wahnsinniges Wachstum und Schlittelbahnen und auch die Wälder wurden ganz verrückt gebraucht und das hat man auch gesehen. Die Leute gingen ja nicht mehr weg am Wochenende, also waren alle da und dann war ja nichts Besseres, als dass man an die frische Luft gehen konnte und so war also dieses Land stark gebraucht, dieser Landschaftsraum um die Städte. Auf dem Land hingegen wieder, wo Fuchs und Hase sich gut nachsagt, dort war es natürlich nicht ganz so extrem. Da gab es die Leute, wie ja diese Fiorentiner in der Renaissance, die sich da die Villen gebaut haben, haben sie sich dann in die Ferienwohnungen zurückgezogen, in die Berge. Das ist natürlich auch, hat sich verändert. Die Immobilienpreise sind wahnsinnig gestiegen. Ich habe einen Kollege, der in St. Moritz zu tun hat, und hat gesagt, da bekommt man keine kleine Wohnung mehr unter ein paar Millionen. Weil die Leute natürlich jetzt auch nicht mehr so abhängig sind von der Arbeitsstätte, die sind weggegangen. Und das ist also die Situation auf dem Land. Und vielleicht ist natürlich auch, ich habe Leute getroffen auf dem Land, die haben mich gefragt, ja, wie ist das mit der Pandemie? Oder die haben das wie nicht. Ein Bauer, der sein Land bestellt, der hatte ja seinen ganz normalen Arbeitsalltag. Und eigentlich erst durch die Dichte und durch das Zusammenleben und durch die räumliche Dichte kommt eigentlich überhaupt diese Einschränkung. Also nur wenn ich in diesem Bus bin und ins Theater gehen will oder in dieses Restaurant, wo es eng ist, kommt ja überhaupt die Problematik auf dem Land, wo wir da weit auseinander sind und unsere Arbeit machen und nicht in einem direkten Austausch sind, ist das natürlich viel kleiner. Auch diese, wir hatten jemand hier von Vitra, ein Train Scout, der wirklich das auch auf der ganzen Welt angesehen hat, diese Verlagerung in das Home, das Einrichten, man hat da viel mehr Geld ausgegeben auch und neue Möglichkeiten gesucht, Balkonien gepflegt, diese Freizeit oder diese Do-it-yourself-Center, die haben ja auch einen wahnsinnigen Boom, weil da jeder irgendetwas sich da neu gebaut hat räumlich. Das ist ja eigentlich auch eine gute Sache, weil man sich mehr wieder mit dem räumlichen Qualitäten da auseinandersetzt. Hingegen sind heute noch, ich war gestern in einer großen Firma, die ist eigentlich deserted, da sind die Leute nicht mehr da, da sind Gebäude, die aber trotzdem betrieben werden unter sehr hohen Kosten. Ich meine, wir reden immer vom Footprint, den wir haben, über unsere Verhalten, über unser Konsumverhalten, aber und man redet da vom den Quadratmeter Wohnraum und von unserem Mobilitätsverhalten, aber unser Arbeitsraum, da müssen wir auch mal dran denken. Das ist 20 Quadratmeter vielleicht mit allem dann brutto pro Person, wo man da auch braucht, neben dem man vielleicht 50 zum Wohnen verbraucht im Durchschnitt. Darf man nicht vergessen, das wird geheizt, es wird geputzt, es wird gekühlt. Dann gibt es noch einen Parkplatz und so weiter, der ist auch 20 Quadratmeter. Also diese Geschäftsräume, und da bin ich mir schon nicht sicher, ob die Leute wieder gleich zurückkehren werden. Auch diese ganzen Amenities und Infrastrukturen, und da ist das wie ein bisschen zusammengebrochen. Es ist nicht mehr spannend, in diese Büros zu gehen, wo man sich früher eben getroffen hat, wo man sich ausgetauscht hat. Und
ist wie in ein Restaurant zu gehen, wo keiner sonst isst. Das ist nicht so spannend und anmachend. Und so geht man auch lieber zur Arbeit, wenn da eine Auseinandersetzung stattfindet. Diese Dichte ist also eigentlich eine große Sache. Die Dichtefrage hat diese Pandemie eigentlich stark aufgezeigt. Die Dichte in Räumen, ein Theater, ein Kino, ein Schulzimmer sind ja räumliche Einheiten, die wir kennen, bei denen wir gewohnt sind, dass 30 Kinder sitzen in einem Schulzimmer. Und es sind in einem Kino sind 100 Leute und man hat einen gewissen Abstand. Und dann, wenn jeder zweite Stuhl da dann mit so einem Strich versehen ist, übrigens die Grafik war ja furchtbar während dieser Zeit, all diese räumlichen Abschrankungen und da diese Viehgittergeschichten überall, wo man sich da bewegen musste. Das Räumliche, das Distancing, hat eigentlich das Ganze schon durcheinander gebracht. Man durfte nicht mehr in die Kirche nebeneinander sitzen, durfte nicht mehr singen in der Kirche. Also das sind natürlich Sachen, die dann immer auch mit dem Räumlichen zusammenhängen, weil unsere Räume eigentlich nicht pandemisch sind, die spätischen Räume, die sind eben nicht auf Distancing, sondern die sind eigentlich auf Density ausgerichtet. Und das ist ja auch das, was wir suchen in den Städten, das ist auch spannend. Ja, also das sind so die so einen groben Abriss über die Themen, die wir hier besprochen haben. Natürlich denke ich, ist eine wichtige oder interessante Sache, ob wir das Zusammenleben jetzt auch in der Zukunft anders oder weiterdenken müssen und inwiefern das jetzt nach Corona, falls es ein Nach gibt, meine Reihe hat ja geheißen, wie weiter mit Corona, da hatte ich vorerst auch recht, wie sich das weiterentwickeln wird. Gut, herzlichen Dank für dieses dritte Statement in unserer heutigen Diskussion. Wir kommen jetzt zur Runde der Rückfragen oder vielleicht zu dem Versuch, das Ganze zueinander in Bezug zu bringen. Vielleicht kann man das einfach einmal so kategorisieren. Wenn wir über Räume sprechen, sprechen wir einerseits über öffentliche Räume, dann sprechen wir über die privaten Räume, wo auch das Homeoffice stattfindet und dann die Räume der Ökonomie. Und vielleicht eine Frage, die sich aufdrängt, wie hat es hier Verteilungen gegeben? Ein Bereich des öffentlichen Raums, vielleicht ist interessant, und meine Frage geht an Jürgen Wolf Gegenbauer, die Salzachböschungen. Sind die Salzachböschungen nicht ein Beispiel, wie im öffentlichen Raum die Öffentlichkeit bestimmte Tätigkeiten genießt, nämlich Spaß zu haben miteinander, auf Kosten von einer ökonomischen Verwertbarkeit? Also es haben sich hier im öffentlichen Raum, es ist von Robert Pfaller ein wenig so angesprochen worden, anhand dieses dänischen Beispiels, Bereiche entstanden, ich will sie nicht anarchisch nennen, aber wo große Freiheit herrschte, auch abseits von ökonomischen Zwängen zusammengesessen wurde. So, Frage an Jürgen Wolf Gegenbauer, was bedeutet das für den Müll? Hat man solche Räume als Stadt Salzburg gern gesehen? Hat man damit umgehen können? Was bedeutet es, wenn die Menschen abseits der Gastronomie zusammensitzen? Naja, man merkt natürlich, dass dieses Littering-Phänomen, so wie es wir in der Abfallwirtschaft nennen, ist natürlich schon, mit dem wir zu kämpfen haben, keine Frage. Grundsätzlich ist es in der Stadt Salzburg schon, wir haben eigentlich schon große Probleme insofern damit, weil es Bereiche gibt in der Stadt Salzburg, wo du eigentlich keinen Platz hast für Abfallbehälter, sprich, wo es eigentlich in der Abverordnung heißt, dass du deine Behälter, sobald die entsorgt sind, wieder auf deinen privaten Raum zurückzuführen hast. Also das ist eine Verordnung der Stadt Salzburg. Das hast du zu tun. Es gibt viele Bereiche, wo das einfach nicht möglich ist. Wir haben Bereiche, wenn ich jetzt sagen wir da in der Gstettengasse sehe, die haben de facto gar nichts. Die können nur die Behälter heraus stehen lassen.
ganz ehrlich, aus Sicht der Stadt Salzburg und als Verantwortlicher für das gesamte Abfallmanagement der Stadt Salzburg habe ich natürlich keine Freude damit, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe auch keine Lösung dafür. Das sind jetzt so Sachen, die wir akzeptieren. Es wird akzeptiert, dass der Behälter heraus steht, auch mit dem riesengroßen Problem, dass wenn dort Menschen vorbeigehen, wenn dort Touristen vorbeigehen, wenn auch Einheimische vorbeigehen und die essen dort, keine Ahnung, ein Wurstsemmel, ein Hamburger, was auch immer, dann schmeißen sie halt diesen Müll dort rein. Das bedeutet aber auch für denjenigen, dem die Tonne gehört, der muss dafür zahlen, weil schlussendlich ist die Tonne irgendwo zugeordnet, das heißt, es ist einer Liegenschaft zugeordnet und der Liegenschaftseigentümer haftet dafür, was da drin ist. Also das heißt, monetär haftet er dafür, sage ich einmal so. Und da gibt es einige Bereiche in der Stadt Salzburg, wo wir Probleme haben, wo es einfach keine Möglichkeit gibt, dass wir große Infrastruktur aufbauen. Da sind wir insofern auch dabei, vielleicht Unterflurcontainer zu etablieren, beziehungsweise muss man schon sagen, sind wir da in der Stadt Salzburg schon Vorreiter österreichweit, weil wir mit Unterflurcontainer angefangen haben, bevor es überhaupt in Österreich da sowas gegeben hat. Da muss man sagen, da sind die Schweizer wirklich Vorreiter, weil wir das auch aus der Schweiz haben. Wir versuchen es immer wieder, Unterflurcontainer zu implementieren in die Struktur der Abfallwirtschaft der Stadt Salzburg. Nur sind wir da einerseits an die historischen Einbauten, die es zum Beispiel am Residenzplatz gibt. Also wenn man da einen Meter runtergrabt, dann kommt man auf was weiß ich, welche römischen Gemäuer. Ja, also das darf man da überhaupt nichts mehr machen. Das andere ist, wenn wir irgendwo versuchen, Unterflurcontainer zu etablieren, dann sind wir in der Sichtachse von irgendeiner Kirche. Also es ist sehr, sehr schwierig. Grundsätzlich, wie gesagt, nochmal, habe ich keine Freude damit, weil es natürlich das Stadtbild beeinträchtigt. Aber es ist mir völlig klar, dass wir eine Infrastruktur bereitstellen müssen. Wir haben uns das Littering vor einigen Jahren in der Stadt Salzburg angeschaut und sind auch darauf gekommen, also nicht mit großer Überraschung, dass natürlich Verpackungen, sprich wie Dosen und sowas, der meiste Littering-Abfall ist. Deswegen versucht man jetzt in Österreich auf Bundesebene auch diese Herstellerverantwortung fester in das AWG, also das Abfallwirtschaftsgesetz, reinzuschreiben. Das heißt, derjenige, der das produziert, muss auch dafür haften, sprich kostenmäßig dafür haften. Das heißt, wenn wir das einsammeln, entstehen natürlich uns Kosten durch die Fahrzeuge, durch das Personal und so weiter. Und wir haben jetzt schon auf Bundesebene verhandelt, dass wir einfach einen Teil davon abgegolten haben möchten. Noch einmal vielleicht ganz kurz, bevor ich dein Statement beende. Es hat da wirklich anscheinend dann einen großen Unterschied zur Schweiz gegeben. Wenn ihr jetzt so hört, dass in der Schweiz de facto da jetzt der Tourismus auf eine Art und Weise weitergelaufen ist, dass die Gastronomie nicht zugesperrt hat, das hat es in Österreich in der ersten Phase überhaupt nicht gegeben. Das heißt, in der ersten Phase sind wir de facto, wenn du jetzt nicht irgendwie zum Arbeiten gefahren bist, alle zu Hause gesessen. Der Tourismus ist de facto eingebrochen, es ist niemand mehr gekommen. Das heißt, also im öffentlichen Raum hätte es eigentlich nicht wirklich diesen Abfall geben können, weil selbst wir, wenn ich mich jetzt erinnere, was ist damals erlaubt gewesen, glaube ich, das Spazieren waren erlaubt und das war's. Und dass da jetzt einer sein Wurstsemmel beim Spazieren mitgibt und die dann irgendwo das dann auf den Boden wirft, wo es eingepackt ist, das ist also eher selten. Wenn es wir merken an der Salzaufwärme, dann ist es so, wenn es halt schönes Wetter gibt und sowas, dass die Jugendlichen dort sitzen und ich bin ein großer Freund davon, weil mir das wirklich gut gefällt. Aber es ist vom Abfall mäßig, ist es halt insofern schwierig. Man muss, wie gesagt, nochmal unterscheiden zwischen das, was ist privat, also was ist dem Privaten zugeordnet, an Behältern, an Tonnen und was ist im öffentlichen Raum. Also der öffentliche Raum hat schon in der Stadt Salzburg Infrastruktur, weil ich sage, es gibt sehr, sehr viele Abfalleimer, wobei wir jetzt Getreidegasse auch immer wieder das Problem haben, dass dort, wenn du jetzt dazwischen bei gewissen Fastfood-Ketten stehst, liegt das Zeug trotzdem am Boden, obwohl wir 6 bis 7 Mal dort am Tag reinfahren, wenn es tourismusmäßig richtig hochgeht und du kommst trotzdem nicht nach. Also deswegen liegt trotzdem immer noch irgendwas am Boden. Und jetzt vielleicht noch abschließend sage ich schon vom Gefühl her, die Verantwortung des Einzelnen für den öffentlichen Raum kommt mir vor, nimmt schon ab, weil es ist schon ziemlich egal, ob ich das jetzt irgendwie auf den Boden wirf oder nicht. Also das fängt auch bei Zigarettenstummel an, das fängt bei Kaugummi an, das geht dann über Verpackungen und so weiter. Also man merkt schon irgendwie, dass das Verantwortungsbewusstsein der Leute für den öffentlichen Raum, sprich was die Abfallwirtschaft und den Abfall betrifft, also da würde ich mir schon einiges mehr ein bisschen schon mehr wünschen, dass man die Verantwortung nimmt und das dorthin wirft, wo es hingehört. Herzlichen Dank
von meiner Seite. Wir haben eine Frage aus dem Publikum an Jürgen-Wulf Gegenbauer, und zwar die Kalkulation, die wie folgt ausschauen würde. Wenn das Mindereinkommen auf den Tourismus zurückzuführen ist, lässt sich dann abschätzen, ob es nicht doch einen Mehraufkommen von Seiten der Bevölkerung gegeben hat. Also das pro Salzburger Bürger, Bürgerin, ist das nicht doch gestiegen, wenn man den Tourismus als neutralen Faktor aus der Kalkulation herauszieht? Also dann ist es ist sicher gestiegen. Das habe ich ja schon gesagt. Also wenn man sich das anschaut, ich hoffe, man kann mich jetzt hören, weil Moment ist es bei mir jetzt eingefroren. Geht es wieder? Ich hoffe, es geht. Okay. Ich kann dich hören. Ja. Okay, super. Also die Frage kann man auf jeden Fall mit Ja beantworten, weil, wie ich zuerst gesagt habe, wenn man natürlich in die Wohnsiedlungen reinschaut, ist da mehr Müll. Nur die Frage war zuerst komplett über das gesamte Jahr gesehen, ist der Gesamtaufwand des Restmülls, also der Gesamtaufwand ist mehr geworden. Ist weniger geworden. Aber natürlich punktuell ist er mehr geworden, weil eben jetzt die Leute, wie zuerst schon gesagt worden ist, einfach jetzt mehr kochen müssen zu Hause. Also wenn einer jetzt am Abend nach der Arbeit gesagt hat, ich koche grundsätzlich nicht, sondern ich gehe nur schnell essen, dann hat es das einfach nicht gespült, auf Deutsch gesagt. Ja, sondern hat daheim gehen müssen, hat er sich irgendwas kaufen müssen. Das heißt, er hat die Dosen aufgemacht oder im Best Case hat er nur irgendwie selbst gekocht, wie auch immer. Natürlich ist da mehr Abfall entstanden. Aber insgesamt gesehen, und das war so diese Frage, die in den vergangenen Monaten und fast Jahren, muss man jetzt leider schon sagen, immer an mich herangetragen ist, wie schaut es denn mit dem Gesamtaufkommen aus? Das Gesamtaufkommen ist zurückgegangen um diese 3,5%, also ungefähr 100 Tonnen Restabfall. Wir sind jetzt nur bei der Fraktion Restabfall. Beim Bio ist es genauso zurückgegangen. Wenn ich mir jetzt andere Fraktionen anschaue, wie Glas, dann habe ich da natürlich schon wieder mehr. Aber insgesamt, wobei wir jetzt unterscheiden müssen zwischen den einzelnen Fraktionen, also Restabfall oder Glas oder Papier, Karton, wie gesagt, das sind unterschiedliche Fraktionen, die ich sammle. Aber da hat die Zuseherin oder der Zuseher schon recht. Also wenn ich das jetzt aus der Rechnung rausnehme, ist bei den Privaten sicher mehr logischerweise entstanden, weil es einfach diese Tätigkeit, man sagt, ich gehe jetzt was essen, keine Ahnung, ich gehe irgendwo hin und hole mir was. Das hat natürlich nicht so gespielt in der Zeit, wie es halt ist, wenn die ganze gesamte Gastronomie offen ist. Aber wir merken schon, und das ist das, was ich zuerst in meinem Eingangsstatement gesagt habe, wenn ich mir die Zahlen anschaue von 2019, 20 und 21, da sehe ich in den Zahlen den Lockdown, weil der Rückgang vom Restmüll von 19 auf 20 ist höher als der Rückgang von 20 auf 21, weil darin sehe ich, dass dann die Gastronomie wieder offen hat. Und das heißt, der Müll, der dort durch die Gastronomie wieder entstanden ist, der spiegelt sich dann in meiner Abfallbilanz wieder. Aber ja, natürlich, wir sehen es auch jetzt noch, dass in gewissen Siedlungen einfach, und man muss wirklich unterscheiden zwischen Einfamilienhäusern und Siedlungen, das ist ein hauser Unterschied, ja, bei Müllaufkommen, bei Mülltrennen und so weiter, dass da einfach schon mehr ist, sprich Kartonage, sprich Glas, sprich Plastik, natürlich, und das ist das, was ich gesagt habe, diese Take-Away-Verpackungen, die sehen wir immer noch mehr, als wie wir sie vorher gesehen haben. Wir haben auch eine Frage aus dem Publikum an den Robert Pfaller. Ist diese Gegenreaktion, welche Form auch immer sie bei Demonstrationen in dieser Zeit annimmt, auch Teil dieser Auseinandersetzung, die Sie skizzieren? Also ich muss sagen, ich halte das für möglich. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig natürlich zu sagen, weil da ja unterschiedliche Motive vorherrschen und vielleicht die politischen die wichtigsten sind, aber dass den Menschen die Nähe abgeht und dass sie dann auch solche Gelegenheiten vielleicht sogar ein bisschen trotzig herbeiführen, weil ihnen dieser Umgang fehlt, das halte ich durchaus für eine plausible Hypothese. Eine weitere Frage aus dem Publikum an Sie, und zwar nach nicht mehr und nicht weniger als nach der Zukunft dieser gesamten Entwicklungen. Welche Veränderungen des gesellschaftlichen Zusammenlebens werden denn auf uns zukommen, steht in dieser Frage. Bitte das mal zu klären. Ja, also ich glaube, dass das eine Frage ist, die man im Moment nicht
beantworten kann, weil sie gerade massiv umkämpft ist. Ja? Also sozusagen siegt eine Seite, die sagt, wir sind erwachsene Menschen, wir dürfen von anderen Erwachsenheit erwarten, wir können als erwachsene Menschen miteinander umgehen und eine bestimmte Verbindlichkeit herstellen durch das, was Richard Sennett das Theater des Public Man im öffentlichen Raum genannt hat. Ja, Richard Sennett hat gesagt, seit der Renaissance haben Menschen in Europa gelernt, im öffentlichen Raum sich ein bisschen eleganter, zivilisierter zu benehmen als im privaten Raum, sich besser anzuziehen, anders zu sprechen, die Menschen zu siezen, Höflichkeitsformen zu verwenden und so weiter. Können wir das verteidigen? Oder siegt vielleicht eine Seite, die sagt, nein, also Menschen sind unendlich verschieden, die sind auch unendlich empfindlich und deswegen ist es am wichtigsten, dass wir die völlig voneinander separieren und dass wir auch eine sterile Form des Umgangs miteinander finden. Ich glaube, das sind zwei Fronten, die im Moment in einem heftigen Kampf miteinander sich befinden und es ist noch nicht ganz absehbar, wie diese Schlacht ausgehen wird. Herzlichen Dank dafür. Wir gehen mit der nächsten Frage ganz ins Konkrete und eine Frage nach Basel, und zwar nach den Schulen in der Schweiz. Bei uns gäbe es praktisch keine Schulen mit kontrollierter mechanischer Raumlüftung. Wie sieht es hier in der Schweiz aus? Gibt es hier konkrete Schritte oder eine bessere Situation? Kontrollierte Raumlüftung in Schulen, bitteschön. Ja, jetzt ist die Frage, ist die kontrollierte Lüftung besser oder die natürliche Lüftung für die Pandemie? Da bin ich auch wenig Spezialist. Ich weiß auch nicht, ob das schon wirklich wissenschaftlich vollumfänglich hier ausgewertet ist. Es gibt natürlich Probleme in den Lüftungen und in solchen Krankheiten und in Ansteckungen. Wir haben ziemlich viel ältere Schulhäuser, die zwar in den letzten Jahren saniert wurden, es gibt auch neue. Bei uns sind die Schulen eigentlich natürlich belüftet, die ich kenne, auch die neueren. Man hat auch das wieder gelernt, wie man lüften muss und soll. Auch bei uns im Büro wird da alle Stunde mal gelüftet, da gibt es ein richtiges Regime. Das sind ja so kleine, schöne Sachen, die man eigentlich auch dazu gelernt hat. Unsere Schulen waren eigentlich offen, mehr oder weniger. Natürlich gab es auch Unis, wo Fernunterricht war. Ich habe auch an einem Schulprojekt gearbeitet, wo man einen Tisch anbauen musste, so ein Zusatzmodul, dass man diese Abstände, die waren ja in allen europäischen Ländern so plus minus 50 Zentimeter unterschiedlich, interessanterweise. Aber man hat hier also Probleme gehabt. Wie kann man das Schulsystem räumlich und personell aufrechterhalten, wenn du das dezimieren musst? Also das Klassenzimmer mit 68 Quadratmeter, was bei uns Durchschnitt ist, mit diesen 25 Leuten, bei dem Abstand von 1,50 gingen nur noch die Hälfte rein, aber man hatte ja nur einen Lehrer. Dann hat man ja die Tage gewechselt und so. Man war hier relativ innovativ. Ich glaube, es hat zum Teil ein bisschen an den digitalen Fähigkeiten gefehlt. Da waren gewisse Schulen, hatten Schwierigkeiten, den Unterricht auch zu verlagern. Aber das sind so die räumlichen Dinge und die Konventionen, die da plötzlich natürlich gestört waren. Aber ich denke mir nicht, dass auch die künstlich belüfteten Wohnungen und so, dass das eigentlich in dieser Zeit sehr vertrauenswürdig war. Ich denke mir, die Naturluft hat man eigentlich als die beste Lösung angesehen, überhaupt in der Pandemie.
von einer ganz konkreten Frage an Sie aus dem Publikum jetzt eine ganz allgemeine Frage. Und zwar die Frage nach, welche Vision für die Städte im Jahr 2050 wäre denn Ihre Vision? Kleine Nebenfrage dazu, was hat das mit dem Virus zu tun? Haben Sie sowas wie eine Vision, wie Ihre perfekte Stadt 2050 aussehen würde? Ja, das ist natürlich eine anspruchsvolle Frage. Gerade zwei, also die Vision habe ich schon, aber dann die pandemische Version dabei. Es gibt ja eine starke Verstädterung global. Wir müssen auch immer wieder mal denken, diese Pandemie ist eine globale Pandemie, die über die ganze Welt verstreut ist. Und wir sind ja nicht die Welt. Wir meinen es manchmal nur, oder die westliche Welt. Also ich weiß nicht, von den 7-8 Milliarden sind wir vielleicht 2-3, die so denken. Und so gut, wie es uns jetzt da gerade geht, in Österreich und den Schweizern, das ist fast nichts. Es gibt eine große Verstädterung global und das ist auch eine große Chance. Ich denke mir, die Stadt ist eine große Chance, weil Bildung, Kommunikation und das Energieproblem oder das Umweltproblem ist natürlich in einer Stadt einfacher zu kontrollieren. Man kann öffentliche Verkehrsmittel nutzen, der Individualverkehr ist nicht vorausgesetzt, die Leute gehen in die Schule. Das ist die große Chance der Städte. Ich meine, auf dem Land geht ja die Arbeit aus, also die Landwirtschaft nimmt global weiter ab oder mindestens die Anzahl der Menschen, die da beschäftigt sind drin. Insofern denke ich mir, die Städte werden weiter verdichtet und werden effizienter. Die Leute wohnen wieder in den Städten. Aber man bringt auch Dinge der Landschaft in die Städte. Das ist so ein Gegensatz, also das Urban Farming. Und so wird die Stadt so eine eierlegende Wollmilchsau, wenn man so will. Und das wiederum in der Pandemie ist eine riesige Voraussetzung. Ich meine, ich kenne Leute, die wirklich monatelang in Großstädten in Lockdowns waren, die sozusagen in Städte arbeiten gingen. Und nicht von dort kamen und auch eine kleine Wohnung nahmen, dann haben sie dort angefangen und waren dann in der kleinen Wohnung gefangen, konnten nicht nach Hause gehen. Diese ganze Mobilität, die eigentlich auch heute wichtig ist und jeder kommt ja von woanders und der will ja auch mal heim. Das ist auch so was und das findet vor allem in Städten statt und die Stadt hat große Chancen, aber auch große Herausforderungen, gerade in dieser Dichte. Und es ist auch immer, die Dichte ist auch eine Frage der Grenze und wie man es anschaut. Oder wir sagen ja immer, es ist wahnsinnig dicht in der Schweiz, aber das ist nur, weil man natürlich auch nicht in den Bergen wohnt oder weil wir Landesgrenzen haben, wo man zum Beispiel sehr dichte neben sehr locker bebauten Regionen hat und so. Und es ist eine Frage der Verteilung. Also die Stadt ist die große Frage der Zukunft und bietet aber auch viele Lösungen an in diesen Dingen, die ich angesprochen habe. Online ist von einem Zuseher oder einer Zuseherin eine Aussage von Robert Pfaller aufgegriffen worden. Robert Pfaller hat gesagt, dass bestimmte öffentliche Räume verstärkt wahrgenommen wurden, auch wieder von Gruppen, die dort nicht so häufig zu sehen waren. Die Person schreibt uns jetzt, ja, dieses Argument aber auf seine persönliche Erfahrung weitergezogen ist, dass er heute durch die Demonstrationen gegen die Covid-Maßnahmen, die tagsüber raumgreifend durch die Straßen streifen,
er oder sie in ihrem oder seinem Sicherheitsgefühl negativ berührt, wenn nicht zu sagen bedroht sei. Und diese Person spricht von einem Spannungsverhältnis in dieser Situation. Gesellschaftliche Spannungen führen auf öffentlichen Räumen zu Spannungsverhältnissen, was sich negativ auswirkt auf die Zugänglichkeit öffentlicher Räume. Robert Pfaller, bitte. Ja, das ist sicherlich richtig, aber das ist jetzt nicht spezifisch, glaube ich, für die Pandemiesituation. Also immer dort, wo Konflikte entstehen und wo politische Konflikte im öffentlichen Raum sich darstellen, gibt es diese Gefährdung. Aber selbst nicht einmal nur dann, wenn politische Konflikte herrschen. Ich bin in Wien-Hütteldorf aufgewachsen und ich weiß, wie es zugeht, wenn Rapid gegen die Austria gespielt hat. Also da haben auch Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen einander feindselig aufgelauert in den umliegenden Straßen. Also ja, ist richtig, aber das liegt in der Natur des Konfliktuellen der Politik. Das ist vielleicht sogar ein Vorzug des öffentlichen Raumes, dass er den Konflikten dort einen Ausdruck verschaffen kann, der zumindest noch einigermaßen friedlich ist. Urb Pfaller, wir bleiben mit einer Frage bei Ihnen. Es wird im Chat angemerkt, dass Gespräche wie diese natürlich nur eine Krücke sein, oder ist das zukunftsfähig? Inwieweit lässt sich ein öffentlicher Raum auch digital darstellen? Werden wir durch die Pandemie zu digitalen Wesen, lautet hier die Frage. Der öffentliche Raum im Digitalen. Ja, also Peter Weibel hat während der Pandemie das in einem Kommentar tatsächlich auch so beschrieben. Er hat gemeint, dass wir zunehmend so kommunizieren werden, wie wir es jetzt gerade tun. Ich glaube nur, wir müssen uns immer im Klaren sein, welche Veränderungen das mit sich bringt. Das ist keine neutrale Transformation, sondern jede Medialität und jede Veränderung der Medialität verändert etwas am Sozialen. Und also das merkt man ja schon daran, dass wir vielleicht anders angezogen vor den Bildschirmen sitzen, wenn wir Homeoffice betreiben und Ähnliches. Und es ändert natürlich auch etwas an dem gesamten informellen Bereich der Kommunikation. Also mir fällt an der Universität auf, dass die besten Informationsflüsse nicht in den Lehrveranstaltungen stattfinden, die man elektronisch vielleicht substituieren kann, sondern in den Kaffeepausen, wo man jemanden am Gang trifft, wo man einen Kollegen wieder sieht, den man vielleicht schon ein paar Tage nicht gesehen hat und vielleicht zufällig auf irgendwas stößt, was einen weiterbringt. Oder besonders wichtig an Kunstuniversitäten, dass es Partys gibt, dass man feiern kann, dass man dort was gestalten kann, dass man zusammenkommt. Also sozusagen alle diese zwischenmenschlichen Begegnungen, wo die Studenten sich vielleicht ineinander verlieben oder wo alles Mögliche passieren kann, das wird sich nicht so leicht elektronisch wiederherstellen lassen. Und ich glaube, wir müssen also Acht geben, hier nicht in einen technokratischen Optimismus zu verfallen, der uns übersehen lässt, aus wie vielen komplexen Teilen unser Sozialleben eigentlich gebaut ist. Ist in der Zwischenzeit noch eine weitere Frage an Sie eingetroffen, und zwar in Bezug auf den Artikel, den Sie im Standard geschrieben haben. Und dort haben Sie geschrieben, aus der Sicht des Viruses an uns Menschen, begreifen Sie es nicht, ich bin Ihr Partner. Würden Sie das heute immer noch unterschreiben? Ja, also ich bin sogar überrascht, wie sehr das Virus hier sein Versprechen gehalten hat. Also mit Omikron kommt ja offenbar wirklich ein Virus auf uns zu, das seine Lektion gelernt hat. Also damals hat das Virus gesagt, ich habe halt am Anfang ein bisschen übertrieben mit dem Hinwegraffen der Menschen, aber so machen sie es ja auch bei allem, was ihnen noch ungewohnt ist, da übertreiben sie ja auch immer. Also zum Beispiel, wenn Menschen eine neue Religion annehmen, dann werden sie immer gleich Fanatiker und so weiter. Und das ist ja, glaube ich, sozusagen durchaus
auch vernünftig und man konnte es in gewisser Weise ahnen, wenn das Virus mutiert, dann wird es in eine schonendere Variante mutieren müssen, weil die kann sich sehr viel besser verbreiten. Ein Virus, das die Menschen massenhaft dahin rafft, kann selber nicht sehr gut von diesen Menschen leben. Darum ist der Parasit seinem Wesen nach eigentlich dem parasitierten Lebewesen irgendwie auch verbunden. Gut, danke Robert Faller. Christian Blaser, eine Frage an Sie ist mittlerweile eingetroffen, und zwar über die Entwicklung des Verhältnisses von Stadt und ländlichem Raum. Sie haben vorher auch angesprochen, es gibt so etwas wie Naturerlebnis in der Stadt in der Zukunft, das wird dort nachgefragt und gesucht. Es ziehen urbane Menschen aufs Land. Die Frage lautet, ist es etwas Romantisches, sich vorzustellen, dass die Unterscheidung zwischen Stadt und Land sich auflösen würde? So die Frage. Ja, das glaube ich schon. Das findet ja auch zum Teil statt. Wir kennen ja diese Geschichten von den Leuten, die aufs Land ziehen und sich über die Kuhglocken aufregen und die Bauern nicht machen lassen und umgekehrt eben Städter, die immer wie mehr auch fordern, den Grünraum, die zirkuläre Wirtschaft, dass man also das Essen in der Stadt eigentlich produzieren kann. Und ich glaube schon, dass wahrscheinlich der Mensch natürlich ein großes Bedürfnis hat, auch diese Natur, ich meine, es bleibt ja, dass wir Nahrung zu uns nehmen und die Nahrung kommt aus der Natur und dass das wahrscheinlich auch möglichst natürlich sein soll und dass das in der Nähe sein soll. Das ist auch glaubhaft, das hat einen großen Wert. Die Leute gehen bei uns da in Scharen in diese Bauernhöfe, die leben eigentlich schon von dem, die umliegenden Bauernhöfen bei unseren Schweizer Städten, das sind sogenannte so begehbare Bauernhöfe, wo man die Ziegen streicheln kann und das Essen dort direkt vom Hof kaufen kann. Und ich meine, die Amenities der Stadt, die Kommunikation, wo ich gesagt habe, die in der Stadt, die ist natürlich auch auf dem Land. Ich meine, heute ist einer im hintersten Dorf gleich gut informiert wie ich, der in der Stadt lebe. Also diese Querbezüge gibt es und eine Stadt, wo viel Grün, wo Natur ist, wo renaturiert wird, wo es einen guten Zugang zur Naherholung hat, das ist auch nach Jan Gehl, ist das die Stadt, die wir uns wünschen und suchen. So, herzlichen Dank an alle Teilnehmenden an dieser Diskussion. Wir haben uns auseinandergesetzt mit Corona, der Abfall, der öffentliche Raum und unser Konsumverhalten bei dieser Diskussionsveranstaltung der Initiative Architektur. Wir haben darüber gesprochen, wie das Ökonomische durch Homeoffice in unseren privaten Raum eindringt. Wir haben gesehen, das hat Auswirkungen auf das Müllaufkommen. Wir haben gesprochen, wie die Privaten den öffentlichen Raum sich abseits des Kommerzes aber auch aneignen. Wir haben darüber gesprochen, auch anhand des Müllaufkommens an den Salzburger Böschungen. Wir haben darüber gesprochen, wer im öffentlichen Raum in Zeiten der Pandemie etwas zu sagen hat. Ist es so, dass wir uns den öffentlichen Raum wieder aneignen, wie Robert Faller erzählt hat, anhand dieser dänischen Beispiele? Oder ist es so, wie jemand aus dem Publikum gesagt hat, dass es ganz neue Verteilungskämpfe um den öffentlichen Raum gibt, wo durchaus ein Sicherheitsgefühl eine Rolle spielt? Und dann haben wir darüber gesprochen, wie wir im öffentlichen Raum miteinander umgehen und was da die Pandemie bedeutet. Hier eben die These: Gewinnt deine Idee der Distanz durch die Corona-Erfahrungen noch mehr an Kraft oder ist es die Idee der Geselligkeit, die dem widerstehen kann? Und Robert Faller hat argumentiert, das ist eine spannende Auseinandersetzung für die Zukunft. Und darüber hinaus haben wir noch ganz genau gelernt, wie wichtig das Müllaufkommen zu unterscheiden zwischen Tourismusstädten und anderen Regionen ist. So, in diesem Sinn sind das ein paar ausgewählte Schlussfolgerungen aus dieser Diskussion und ich gebe jetzt zurück an Roman Höllbacher von der Initiative Architektur. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank, lieber Stefan, für diese unglaubliche Zusammenfassung, die du jetzt in 3 Minuten hingelegt hast, von unserer tollen Unterhaltung. Danke an Architekt Blasen auf Basel, an Herrn Wulf Gegenbauer und Herrn Robert Pfaller für ihre spannenden und interessanten Diskussionsbeiträge. Ich habe mich selten so gut unterhalten gefühlt, wenn es um die Diskussion der Pandemie und des Virus gegangen ist. Ich würde mir wünschen, dass wir auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern auch Diskussionsveranstaltungen dieser Art haben und nicht immer nur die Zahlen, die schrecklichen Ausblicke und so weiter, sondern ich denke, es ist auch eine Frage der Auseinandersetzung, auch der sprachlichen Diskurses darüber, wie wir mit diesem Virus auch umgehen. Natürlich ist es eine natürliche Tatsache, dass es ihn gibt, aber der Ausblick, den Herr Pfaller jetzt geboten hat, der Virus oder das Virus, je nachdem, wie wir es titulieren und geschlechtlich verankern wollen, ist eines, das mit uns leben wird wollen und es wird sich an uns anpassen. Und das ist doch auch eine Perspektive, die mich ja zuversichtlich stimmt. Und insofern fühle ich mich heute wohler und fühle mich auch besser als vor dieser Diskussion, weil es mir auch eine psychische Kraft und eine positive Herausforderung ist, mich mit dieser Thematik auf diese Art und Weise auseinanderzusetzen und ganz andere Aspekte einzuführen. Auch diese Frage, die aus dem Publikum gestellt wurde, sozusagen, was die Corona-Demos angeht oder die Corona-Partys und dieser Aufruhr, der hier geschieht, der Vergleich mit einem Fußballspiel und was da so vonstatten geht, ist vielleicht auch ein wichtiger Beitrag dazu, diese Debatte wieder etwas entspannter zu sehen und dieses eher als ein Happening zu begreifen, das vielleicht eine Ventilfunktion hat und nicht als Bedrohung gesehen werden soll. Und in diesem Sinne, denke ich, sollten wir mehr auf diese Art und Weise uns auch über diese Situation zu unterhalten und nicht nur immer nur eine virologische, eine medizinische und eine Überlastung des Gesundheitssystems sehende Problematik in diesem Virus zu sehen, sondern auch andere Aspekte der Kultur und der Gegenkultur sozusagen einzuführen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht Dinge gesagt, oder etwas hineingelegt in meine Aussage, die Diskutanten nicht teilen würden, aber in dem Sinne möchte ich Ihnen nochmal recht herzlich danken und würde mich freuen, wenn Sie auch nach Salzburg kommen. Die Ausstellung wird es dann zwar nicht mehr geben, aber wir werden sicherlich ein anderes tolles Programm hier im Haus haben. Herr Blaser ist in der Schweiz, er wäre gerne nach Salzburg gekommen zu der Diskussion, die wir heute geführt haben. Ich lade Sie alle recht herzlich ein, dass Sie zu uns ins Architekturhaus kommen bei nächster Gelegenheit. Auch an das Publikum draußen an den Geräten würde mich freuen, wenn wir bei nächster Gelegenheit wieder hier analog im Haus uns treffen können und freue mich auf ein Wiedersehen. Danke sehr.